Für mich ist Krankheit immer ein Symptom verirrten Lebens. Der Körper drosselt das Tempo falscher Bewegung, denn er ist Leid der Oberflächlichkeit und er zwingt das Leben in die Tiefe. Und ich wünschte mir, dass wir Ärzte unseren Menschen einfach nur begreiflich machen, was Leben braucht und das, was wir alle nicht sehen. Da war in der Raum und Zeit jetzt so ein schöner Sonderdruck. Da gibt es einen jungen Mann, der geht in die Schulen und macht diese Strahlung hörbar für die Kinder. Und das fand ich eine ganz wunderbare Art und Weise, bewusst zu machen, was es überhaupt, wenn wir es akustisch wahrnehmen würden, wenn wir annähernd begreifen würden, was wir da tun. Das ist ein Genozid auf Raten. Und damit fängt es an, weil die Granulozyten unsere Immunabwehr sind. Und mit einer mangelnden Immunabwehr gehen wir ohne irgendein Schutzschild hier alle weiter durchs Leben. Und wir sind sehr bemüht zu verstehen, warum Menschen krank werden. Die hohe Belastung der toxischen Belastungen, die 60.000 Toxine, die auch eine Leber im Jahre 2018 nicht in der Lage ist zu kompensieren, die riesen parasitären Belastungen mit ihren Toxinen und vieles andere. Und das ist ein Brandbeschleuniger. Elektrosmog ist ein Brandbeschleuniger. Vielen Dank.